Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Royal P und ich begrüße euch mit diesem Sound hier zurück zu Star Wars, zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Ja, ich weiß immer noch nicht, wie man diese Tür hier deaktiviert oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir sind wieder ein paar Rodianer gerade gewesen. Die habe ich alle abgemetzelt, bis die Musik aufgehört hat, aber ist immer noch nichts passiert. Ich kann, glaube ich, hier wieder mit interagieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas bringt, keine Ahnung. Aber ja, gut. Wir sind hier immer noch auf Tatooine, auf falscher Knopf, auf Mos Espa, um genau zu sein. Ich würde sagen, wir machen gleich mal mit der Story weiter direkt, ne? Wir haben schon so viele Sachen hier gefunden, ne? Und daher machen wir aber weiter, ne? Ich guck mal, ob ich jetzt hier was machen kann. So. Okay, letztens habe ich hier nicht alles gemacht. So, jetzt habe ich das. So macht man das, okay. Aber letztes Mal konnte ich, nachdem ich das... Aber letztes Mal, als ich damit interagiert habe, konnte man da nichts machen. Was du denn? Was du denn? Letztes Mal habe ich da... konnte man damit nicht mehr interagieren, nachdem ich das falsch gemacht hatte. Also keine Ahnung. Was zum... Was hat das denn für eine Rolle? Also irgendwann gehen die übrigens die ganze Zeit auf Jar Jar los. Ich weiß nicht wieso. Da kann ich irgendwie das Ding abstellen, wenn es geht. Ich kann halt immer noch nicht abstellen. Ist irgendwo ein Schlüssel. Qui-Gon, kannst du mal alles kaputt machen? Und einen Schlag. Ich weiß es nicht. Aus dem Weg, Leute. So ja, Lego Star Wars, ne? Weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe mich so richtig ein Intro oder so hier gemacht. Aber ist auch egal. So, kann ich das hier abstellen? Der Sound macht mich nämlich fertig. Mach das aus! Boah, kannst du auch nichts mit. Ich kann mit der Hälfte der Klamotten ja gar nicht interagieren. Muss der Alarm jetzt die ganze Zeit hier anbleiben oder was? Wir haben die ganze Zeit das Darth Maul Thema hier. Oh nein, Padme. Kampf zwischen Qui-Gon und Darth Maul, Spoiler. So, ich mache ein Protokoll-Ruide. Ja, dann gehen wir hier raus. Die Hälfte der Sachen, die kann ich hier noch gar nicht machen. Muss ich mir diesen schönen Sound hier die ganze Zeit eben anhören. Gut, machen wir weiter. Gehen wir mal weiter. Hier gucken, was hier noch so ist. Ne? Ich werde sowieso viele Sachen noch verpassen, ne? Ich muss erstmal ein paar neue Charaktere freischalten. Apropos Charaktere freischalten, ich habe mir ein paar DLCs hiervon geholt, und zwar, die waren alle so schön im Angebot. Es gibt irgendwie, weil nicht so Charakterpacks, die man sich holen kann, womit man dann irgendwie Charaktere im freien Spiel, nämlich man spielen kann, ne? Das sind so Charaktere von den ganzen Serien hier, so The Mandalorian, Rebels, Clone Wars, da kannst du alle möglichen Charakteren hier so freischalten, ne? Zum Spielen. Und ich habe mir immer geholt, ne? Waren alle im Angebot. Man konnte sich irgendwie alle Packs, da gibt es irgendwie 13 Packs, die alle jeweils so, ich glaube, so 2-3 Euro kosten, ne? Und wir haben ja noch so kurz vor Neujahr, ne? Also nehme ich an, gibt es noch ein bisschen Weihnachtssale. Und da waren irgendwie alle 13 Packs für 7 Euro noch was verfügbar. Und ja, habe ich mir angeholt, ne? Wenn man darüber nachdenkt, dass ich dieses Spiel umsonst bekommen habe zu Weihnachten. So, jetzt wird hier, habe ich mir gedacht, so ja, 7 Euro für das Spiel mehr oder weniger komplett, kannst ja machen, ne? Und ja, jetzt habe ich alle Charakter Packs von diesen Spielen, ne? Ich habe jetzt alle möglichen Charaktere, die werden wir wahrscheinlich noch nicht sehen, ne?
werde ich auch wahrscheinlich gar nicht spielen. Erst einmal, ne? Aber wir können ja mal. Ich habe die schon mal gekauft, ne? Die sind dann schon mal verfügbar und so, ne? Aber ich werde die wahrscheinlich nicht so schnell spielen, bevor ich nicht irgendwie bestimmte Charaktere erstmal freigeschaltet habe, ne? Ja, bist du? Mir leid, ich muss arbeiten. Watto ist da drüben, falls ihr was braucht. Spoiler, das ist Anakin Skywalker, stand schon da. Na gut, Geschichte fortsetzen. Ich habe 20.000 republikanische Dataris. Republikanische Credits sind hier nichts wert. Ich brauche was Besseres. Du bist ein lustiger kleiner Junge. Ich baue einen Schrottrenner. Du musst die Reflexe eines Jedi haben, wenn du solche Rennen fährst. Hey, morgen ist doch Bon Taif, das große Rennen. Ihr könntet meinen anmelden. Anakin. Das Preisgeld wäre mehr als genug für ihre Ersatzteile. Die Macht ist ungewöhnlich stark in ihm. So viel steht fest. Er hat etwas Besseres verdient als ein Sklavendasein. Der Junge erzählt mir, ihr wollt ihn in dem Rennen sponsern. Ich habe einen Pott gewonnen. Ich setze meinen nagelneuen Pott gegen den Jungen und seine Mutter. Kein Pottrenner ist zwei Sklaven wert. Dann nur der Junge. Ich bin nicht hingekommen, Sklaven zu befreien. Einer der besten Sätze in Star Wars, ne? Fast die Jedis total zusammen. Ja, wir sind Hüter des Friedens, aber nee. Ich bin eigentlich nicht hier, um Leute zu retten. Einer der besten Sätze. Sagt zum Sklaven so, ich bin eigentlich nicht hingekommen, um euch zu retten, ne? So irre, Mann. Okay. So, wir schauen uns da natürlich noch ein bisschen um. Vielleicht finde ich hier noch irgendwas. Ne, das ist immer so. Das ist immer die. Oh. Vorsicht. Komm ich da hin? Da komme ich nie im Leben hin, ne? Da komme ich hin. Wäre doch gelacht, wenn ich da nicht hinkomme. Ich wollte noch so ein Ding. So bestimmt noch so ein Ding, ne? Oder? Komm schon. Das war wie auf dem Präsentierteller. Hier, guck mal. Einer. Jetzt aber. Ha. Hua. So, boom. Nette Nische. Okay, so. Ich meine, wenn die also auf dem Weg sind, dann warum nicht, ne? Dann tun wir mal hier so eine Minute irgendwie hier einen kleinen Abstecher machen, ne? So, da oben ist auch noch was. Komm ich da hin? Soll ich nicht rückwärts Sprünge die ganze Zeit machen? Man weiß, das sieht wichtig aus. Hey, yo, was geht? Na, jemand hier? Nein, jetzt nicht mehr. Ich habe übrigens mal einige coole Fähigkeiten gesehen und zwar 29,5 schon. Und zwar, ah, guck mal, jetzt sind die wahrscheinlich hier alle. Ne? Da kommen ich jetzt hier für Charaktere freigeschaltet. Ne? Ezra habe ich. Ich habe Ben Kenobi von Kenobi, ich habe Ahsoka. Und die werde ich natürlich jetzt nicht alle spielen, weil da wäre ein bisschen, ja. Jetzt ja nichts machen, was jetzt hier noch nicht vorher, weil nicht. So, das habe ich gesehen. Steinchen aus einer größeren Entfernung anziehen. Das ist vielleicht auch nicht schlecht, ne? Aber dann wiederum das hier, ne? Und Datenkarten. Ich spare noch bis dahin und dann holen wir uns das, würde ich sagen, ne? Also ja, ich habe jetzt die ganzen Charaktere freigeschaltet, aber ich werde die natürlich noch nicht spielen, ne? Weil ich nehme an, die können schon Sachen, die ich wahrscheinlich noch gar nicht haben soll, ne? Irgendwie, ich nehme jetzt mal sehr stark an, es gibt einige Charaktere, die können dann irgendwie schon Sachen. Und ja, da wäre ein bisschen überpowered, ne? Wenn ich jetzt da hingehen würde und jetzt einfach, weil ich hier mit irgendwelchen Charakteren alles freischalte, ne? Obwohl ich das noch nicht freischalten sollte. Aber ich habe es schon mal geholt, ne? Und natürlich nicht, dass das Angebot hier abläuft, ne? 7 Euro für 13.
Ding an, ne? Ich habe mehr oder weniger nur 7 € für dieses gesamte Spiel plus DLCs ausgegeben, ne? Wenn man darüber nachdenkt. Das Spiel war aber auch so 20 €, glaube ich. Das war schon, das Spiel ist ja schon ein Jahr alt, ne? Ich habe das ja, ich war dabei, als meine Mutter mir das geholt hat. Deswegen, ja, war schon, ist ja schon ein Jahr alt, das Spiel, ne? So, ich weiß ja nichts. Ah, kann man mal machen, ne? Für 7 € fand ich ja jetzt nicht. Boah. Ich habe die meisten Star Wars Serien nicht gesehen, ne? So wie Rebels und so. Ich kenne nur so Aufschnitte und so, ein paar Momente, so ein paar coole. Aber die zu haben, ne? Wenn wir ja das Spiel gerade frisch spielen, ne? Kann auch nicht schaden, ne? Irgendwann, wenn ich so oder so frei Spiel spielen, ne? Dann kann ich auch direkt hier ein paar DLC-Charaktere spielen, wenn wir schon dabei sind, ne? Hey. Hey. Einfach so. Versteckte Vorräte. So, ich will eigentlich in der Story weiter. Ist da noch ein Stein? Ne, das ist eine Quest. Oder Gerücht oder was auch immer. Was geht? Also ja. Aber erstmal muss ich einige Charaktere hier freischalten. Einige bestimmte Typen von Charakteren nehme ich an. Ne? So Protokolldruiden mochte ich ja gerade. Ne? Von daher nützt es noch nichts, irgendwie erstmal sich so gut umzuschauen, wenn ich sowieso nicht alle Charaktere habe. Ne? Deswegen warten wir. Warten wir erstmal, bis wir ein bisschen in der Story weiter sind. Ne? So, das bunte Eve-Rennen. Mach mal, oh, bitte sag mir, ich kann Pottrennen spielen. Das ist absolut richtig. Und viele Zuschauer von allen Ecken und Enden des Was spricht denn da eigentlich? Der andere nur Basic. Ey. Pixelito. Ich hatte ihn noch als Lego-Figur, der sah nicht mal annähernd so aus. Der war so aus Druidenteilen gemacht. Konzentrier dich auf den Moment. Und so einen dreieckigen Stein. Nicht denken. Nutze deinen Instinkt. Mach ich. So einen rechteckigen. Was sind da noch übrig? Danach geht es ja direkt schon wieder nach Naboo zurück, ne? Oh Gott. Beschleunigen. X, okay. Also das nenne ich Pottrennen. Oh Gott. Oh Mann. Das erinnert mich an dieses eine PC-Spiel. Star Wars Podracer. Davon gab es jetzt auch irgendwie so ein Kombi-Pack irgendwann, ne? Zusammen mit Republic Commando, glaube ich, ne? Oh Mann. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, ob wir echt hier irgendwie Rennen fahren müssen. Aua. Ich gehe da oben hin. Ja. Ich dachte erst, da geht es nicht weiter. Aua. Habe ich HP mit dem Ding? Oh. Oh Gott. Ich nehme an, ich muss so viele Dinger wie möglich einsammeln, ne? Damit ich irgendwann die Dinger bekomme. Ah! Ich habe irgendwas Besonderes eingesammelt. Oh Gott. Ich glaube, die Dinger muss man kaputt machen. Ja, hinter den Dinger sind immer coole Sachen anscheinend. Ich weiß nicht wieso. Ich bringe mich hier gerade um, indem ich in die Dinger reinfahre. Ich weiß nicht, ob ich das beim ersten Mal schaffe. Das ist gar nicht mal so einfach. Oh. Hey, da war was. Ich hab's gesehen. Von linken Seite. Das ist Podracen. Da sollte ich mich mal drehen. Das war bestimmt ein guter Trick, ne? Boah. Der war ein bisschen zu groß. War eine Höhle. Ich glaube, da hätte ich reingehen sollen. Nein, wenn ich gewinnen will, muss ich mich wieder befestigen. Oh Mann. Da lang. Ich weiß nicht, ob das gut war. Oh Gott, ich bin voll weit hinten. Kann ich das überhaupt gewinnen? Das sieht mir ein bisschen schwierig aus. Es hat eine gute Idee, da durchzufahren. Ich nehme da, glaube ich, Schaden, ne? Aber ich bekomme die ganze Zeit Dingens hier. Oh Mann. Oh, ich habe es gerade gesehen. Aber Mann. Ich bin so weit entfernt, ey. Da von linken Seite war hier irgendwas am Ziel, glaube ich.
Stell ich mal vor, so wäre in der Episode passiert, nicht? Anakin fährt einfach durch all die Dinger hier. Nein, da habe ich was gesehen. Ich war zu schnell. Ah, nein, da war ein Minikit. Nein. Ich glaube, so heißen die Dinger, ne? Oh, deine Mitte war auch was, glaube ich. Ich bin auf dem zweiten Platz, ich gerade. Aber ich glaube, wir sind die beiden letzten auf der Karte, sehe ich gerade. Stimmt. Mein Gott. Ich weiß nicht, was ich da gerade freigeschaltet habe. Nein. Wer war das? Aber ich sehe gerade auf der Karte, sieht man die Dinger auch. Nächstes Mal. Wenn ich da schon schaffen. Ne. So. Ah, ich glaube, da war einer, oder? Ne. Wer durch? Da war eins. Hab ich das gefunden? Ne. Mein Name, ich bin halt aber. Boah. Bin auch voll dran vorbeigefahren. Ja, stirb. Ah. Yay. Den Podracer hatte ich übrigens auch als Lego. So ganz nebenbei. Da waren, glaube ich, mehrere Podracer irgendwie so im Pack. Hab ich ganz vergessen. So ein Podracer hatte ich. Ich hatte Anakin's Podracer. Sah aber nicht so aus. Ersatzteile zum Haupthangar. Ich komme später in euren Laden, dann könnt ihr mir den Jungen übergeben. Ha. Was er denn? Mein Gott. Jetzt kannst du dir deine Träume erfüllen, Annie. Pack deine Sachen. Wir haben nicht viel Zeit. Wird er ein Jedi werden? Ja. Alles, was dieses Spiel ist. Ist, sie nehmen einfach die ganzen Zitate aus den Filmen, packen die einfach, sprinkeln die einfach irgendwie über das gesamte Spiel und tun dann rumherum ein paar Cutscenes machen. C3PO freigeschaltet. Okay, ich nehme an, ich habe nicht viel. Obwohl, ich habe einige Sachen gefunden. Ich habe das Ding nicht komplett gefüllt. Beispiel freigeschaltet. So, gib mir den Schotter. Boah. Boah. Oh. Fast. Schluckstaub. Was? Es ist Skywalker. Überrundung. Oh, nice. Minikits, ja, die habe ich natürlich verpasst. Ne? Lass mich raten. Der Podracer von... Ich habe nur ein. Anakin, Podrunner. Gascano, okay. C3PO, ho. Kann ich denn spielen? Anakin, wir müssen weg von Tatooine. Schnell zurück zum Schiff. Ihr meint, ich darf mit euch in eurem Raumschiff mitkommen? Wenn Meister Obi-Wan nicht an Bordo gehen und wir sie hier lassen. Hallo? Ich weiß nicht, Jar Jar. Ich bin sicher, er findet dich sehr charmant. Hm. Obi-Wan, mächtig, missmutig. Ich bin da geworfen. Oder reingehen. Okay, jetzt hier der hat Schrottsammler. Und Schrottsammler brauche ich ja irgendwie, ne? Hm. Warte hier. Hi. So gruselig. Spinne. Weg damit. Was ist das hier? Wupp. Nee. Okay, ich habe einen Schlüssel. Und da ist ein Schloss, ne? Einstecken. Es geht nicht. Ich wünschte, ich könnte das. Ist auch klein genug, okay. Einen Moment, ich muss mal gucken. Kann man die Charaktere wechseln? Fällt mir Tatooine. Kann ich die gerade kurz wechseln? Ich habe ja C3PO freigeschaltet, ne?
habe C3PO freigeschaltet, ne? Nein, ich will ihn nicht kaufen, ich will die Variante, die ich habe, einsetzen. Ich muss den kaufen. 100.000. Ja. Boah. Jetzt würde ich den gerne mal mitnehmen. Tauschen. Aber das ist nicht wie in dem ersten Spiel, wo man irgendwie. Wo seid ihr? Das ist nicht wie in dem ersten Spiel, wo du von jedem Charakter hier einen. Wo du von jedem Charakter irgendwie eine Variante dazu bekommst. Nein, ich will im Protokoll Druiden. So. Mein Gott, warum ist die? Oh, hallo, ich bin C3PO. Wie kann ich behilflich sein? C3PO. Okay. Ich kann hier sicher behilflich sein. Ich bin ziemlich sicher, Anakin hätte halt auch schaffen können, indem er einfach. Also das letzte, was ich irgendwie gedacht hätte, was man jetzt hier machen muss als C3PO. Das war äußerst unangenehm. Wie wundervoll. Was? Ist weg. Mann. Na gut. Haben wir das? Ich meine, ich habe ihn freigeschaltet, also warum soll ich ihn nicht benutzen, ne? So, jetzt kann ich diese eine blöde Tür mal irgendwie deaktivieren, glaube ich, ne? So, cool. So, im ersten Spiel war das nämlich so, dass irgendwie, weiß nicht. Ah, so kann man das machen. So. Ich muss das noch hier ein bisschen. Gerade hatte ich noch 5 Charaktere, was? Hm. Schrottsammler, nee. Das ist ein Anakin dann. Anakin ist andere, okay. Ja, dann warum soll ich ihn da mitnehmen, wenn er nichts. So, gerade hatte ich auch 5 Charaktere, da bin ich jetzt ganz doof. Kann ich einfach von jedem hier. Ja, warte mal, ist Jar Jar auch anderer? Nee, Jar Jar ist Dings, ne? Boah. So, Schrottsammler? Nee. Ja, die werden ja gar nicht dazu gezählt hier, die. Sommerurlaub. So, warum kann ich hier nur. Gerade hatte ich doch 5 Charaktere, oder? So, da ist auch Anakins Haus, ne? Ist hier noch was? Oh, hier ist sogar noch was. Ganz besonderen Fähigkeiten werden hier sehr nützlich sein. Hm. Anscheinend nicht. Leider haben sie mir das noch nicht beigebracht. Ja, noch nicht. Alles klar. Mhm. Entschuldigung, dass ich dein Hab und Gut hier kaputt mache, Anakin, aber es gehört alles zu deinem Training. Nein, hier ist das nicht. Hier ist das. Einstecken. Ich kann hier nicht helfen, aber es wird sicher eine andere Lösung geben. Mal rein. Es tut mir wirklich leid, aber ich bin nicht der Druide, den ihr sucht. Ja.
Okay, warte, ich soll mit der Macht. Hat funktioniert. So. Ja, damit. Ja, damit. Ja, damit. Nimmst du halt auf? Was ist das überhaupt? Ich kann den. Wo war ich eben? Ah, du kommst zu der Face. Den hier gerade gesehen. Oh, C3PO. Ne? Ne. Du kommst mal hier runter. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die so anordnen muss. Und der letzte ist wahrscheinlich da in der Truhe, ne? Vorher wetten. Nein. Nein, dann kriege ich das ja nicht. Ich habe das Spiel übrigens mal ein bisschen lauter gestellt, ne? Irgendwie habe ich auch Gefühl, das Spiel ist ein bisschen leise. Aber das ist irgendwie nur so, wenn ich hier so am Erkunden bin, ne? Irgendwie ist dann irgendwie das Spiel ganz schön leise, so ein bisschen wenig, weil nicht Soundkulisse, habe ich so ein Gefühl. Da bilde ich mir nur ein. So, ups, hier denn? Ich da rein? Boom. Ha. Was ist das? So etwas habe ich nicht mehr gesehen, seit ich ein Junge war. Streut jetzt Schaltpläne. Habe ich jetzt bekommen, so ein. Ja, so ein Ding. Okay. Cool. Alles klarchen. Dann. Weil nicht. Aber weiter? Ja, ne. Also, ich finde hier noch einige Sachen auf Anhieb. Genau, die Tür. Den Rodianern. Anakin, kannst du mit dem reden? Warte mal. C3PO. C3PO. Da, damit ich mal probieren. Du kommst nicht ran. Na und? Stimmt nicht. Ich kann jetzt mit anderen Leuten reden. Sehr gut, ne? Ah. So, oh. Da komme ich wahrscheinlich immer noch nicht hoch, ne? Der Schwarz mit Hunger. Okay, cool. Warte. Ja, da mache ich Schrottsammler. Ich hätte gedacht, irgendwie Anakin wäre ein Schrottsammler. Deswegen, ja. War es anscheinend nicht der Fall. Schade. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wo die Tür ist, ne? Na, wie sieht sie eigentlich aus? Falscher Knopf. So, 36%. Hm. Ich werde nicht darum herum kommen, hier alles noch mal wann immer du das sagst, ist das schwierig. Können wir bitte einmal ein Abenteuer erleben, das nicht mit unserer sicheren Zerstörung endet? Wir sind gerade am Anfang des Abenteuers, okay? Ganz ruhig. Jetzt gab es noch keine Schwierigkeiten, ne? Leute. Oh. Diese ganzen Ringe, die tue ich ehrlich gesagt perfekt gerade ausblenden. Ist nicht so schlimm, finde ich. Hm. Aha. In allen Nischen schon wieder eine Nische. So viele Nischen. Ich glaube, diese
Tür war da in der Nähe von dem Schiff, ne? So, schaut mal wieder, ne? Kann ich die Karte aufrufen? So, da war das, ne? Dann gehen wir mal da lang. Sind die Gegner wieder alle gespawnt, ne? Komm mal da rein. Hey, ja, was geht? Meine ganz besonderen Fähigkeiten werden hier sehr. Ja, du kannst ja mit interagieren, ne? Ich kann dir sicherlich behilflich sein. Oh. Keiner Tresor muss essbar, okay? Oh nein. Hi. Das war äußerst unangenehm. Ich weiß nicht, was man hier mitmachen kann. So, habe ich ja schon geöffnet, oder? So. Ja, und hier muss ich das Passwort eingeben. Okay, kann man eingeben. Bitte sag mir, ich muss das nicht. Oh, Gott sei Dank. Haben wir angenommen. So. Was war denn die neueste Zuhörer? Störst du mir und dann geht. Boah. Das Ding ist ja immer noch an. Da. Oder auch nicht. Boah, Leute. Könnt ihr euch mal aufregen? Oh mein Gott. Kann mal jemand dieses Ding abstellen, ey? Ich drehe ja noch durch. Kann man nicht sagen, das Ding die ganze Zeit hier noch an ist, ey. Ah. So, was ist das hier? Oh, den Alarm stellen. Danke. Oh mein Gott. Was du denn? Fass mich an. Ich bin Protokoll, rede ich. Ich spreche 5 Milliarden verschiedene Sprachen. Ich kann nicht in 5 verschiedenen, ich kann nicht an 5 Millionen verschiedenen Sprachen hier dissen. Du willst dich nicht mit mir anlegen, Kollege. Okay, 40%, ja, okay. So, geh mal raus hier. Nein, die Steuerung ist immer noch so ein bisschen überfordernd, wenn ich ganz ehrlich bin. So, holen wir uns das hier. Ja, ne, boah. So, jetzt sehe ich alles auf der Karte, nehme ich an, ne. So, dann habe ich mich mir mal umgeschaut. Einige Charaktere haben einige ziemlich coole Sachen. Und zwar einmal Held war, glaube ich, hier, ne. Heldenkonsolen können durch gedrückt halten von Viereck umgangen oder gegen Steinchenboni abgeschlossen werden. Also mehr oder weniger eine neue Funktion für Helden, ne? Das wäre doch nicht schlecht, ne? Astromech-Druide. Das Feinde in der Nähe kurzzeit ablenkt. Wenn du dich vorbewegst, den Feind zu rammen. Da können dich gedrückt halten von Viereck umgangen oder gegen Steinchenboni abgeschlossen werden. Also so wie ich das verstehe, tut man dann hier einfach so komplett neue... Kann sie einfach so locker flockig hier so neue Funktionen freischalten, ne? Ne, für Übersetzungen. Können eine Schockwelle auslösen, ne? Wer ist hier mit? Heldenkonsolen können durchgedrückt halten von Viereck umgangen oder eigentlich ein Boni. Nehmen wir das hier. Warum nicht, ne? Wir sind ja noch Gesundheitsanzeige. Ich glaube, hier gab es auch irgendwie noch was, ne? Gesundheitsanzeige, Angriff durch Blaster, Gesundheit wird früher oder später. Ich habe eigentlich alles Wichtige, ne? Ne, das hier wollte ich haben, ne? Dass Steine angezogen werden.
Ich glaube, das möchte ich haben. Das klang nämlich gut. Da darf ich zu den ersten Folgen so angesprochen, ne? Oh, den kann ich jetzt reden. Komm zum Bottom, bleiben, um die Wettschulden abzuhalten. Okay. So, oh, zum ersten Jahr sogar. Na, was hier? Hm. Okay, ich nehme an, da kannst du zum Mos Eisley und so gehen. So, machen wir weiter in der Story, ne? Oh. Hallo? Kommt der denn her? Anakin? Egal. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich würde sagen, gehen wir weiter. Ich brauche einen Tapetenwechsel. So, jede halbe Stunde mal ein Tapetenwechsel. Oh, wir sind schon hier? Okay. Also mehr? Soll ich mich an Jar Jar festhalten? Ja. Ich habe gesagt gedacht, wir können den Kampf hier spielen. Endlich haben wir endlich haben wir uns den Jedi zu erkennen gegeben. So sah Sidious in Lego Form aus. Du weißt, was zu tun ist. Er sieht so fröhlich aus. Darth Maul sieht so fröhlich aus. Tja, wenn wir nicht noch mehr vermummte Fremde bekämpfen müssen, schaffen wir es diesmal vielleicht wirklich nach Coruscant. Ja, allerdings denke ich, dass dieser Fremde... Darth Maul hatte ich übrigens nie als Figur. Das ist einer der wenigen Charaktere, die ich nicht als Figur hatte. Einer von den wenigen guten Charakteren. Und so, ich soll das hier öffnen. Coruscant, wow. Ja, ja, okay, ist gut. Weltraum über Coruscant, Senatsbezirk. Ich will das mal in den Weltraum. Nehme ich an, ne? Keine Ahnung, Darth Maul hatte ich nie als Figur. Ich hatte Count Dooku, ich hatte Darth Vader, Sidious. Oh, ich kann mich hier bewegen. Ich glaube, ich hatte sogar Grievous. Ich glaube, nee, ich glaube, Grievous hatte ich auch nicht. Weil Darth Maul hatte ich irgendwie nie. Schade. Das ist Coruscant. Der ganze Planet ist eine einzige große Stadt. Sachen. Na, dann machen wir erstmal hier alles kaputt, ne? Kann ich da kaputt machen? Kann mal so einen Meteorin kaputt machen, aber der war aus Leo gemacht, ne? Aber wir sind ein paar mehr. Hier habe ich die alle übersehen, ne? Stimmt, Kursen kann man noch wieder ganz vergessen, ne? So, das hier bin ich, ne? Wo bin ich hier? Welcher Punkt bin ich hier? Feind. Ich weiß nicht, wo ich da auf der Karte bin. Nein, 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 eine Sekunde noch, eine Sekunde noch. Stimmt, die werden mir auf der Karte angezeigt. So, machen wir dich kaputt. Für viele Punkte und Ruhm und Ehre. Und noch aller wichtige Lego. Angriffskraft von Schiffen kann man auch erhöhen, aber wozu brauche ich das, ne? Ich nehme an, irgendwann kommen auch noch Raumschlachten, ne? Von daher, das nehme ich mal an. Aber hierfür so was brauche ich jetzt keine erhöhte Angriffskraft, ne? Oder kommt halt noch anderes Zeugs, ne? So, da haben wir noch irgendwas. Bestimmt gedrückt halten. Zweimal antippen, meine ich. Wer ist er denn? Da krieg ich sowas von. Wow. Linde, Linde. Der Typ ist sowas von tot. Goldene Schiffe? Der war ein goldenes Schiff. Warum wird mir das jetzt immer angezeigt? Drück das die ganze Zeit auf falsche. Ich drücke die ganze Zeit auf falsche. Ich muss nach unten drücken.
So, hier ist noch irgendjemand. So, die Weltraumdinger, die sind am einfachsten bisher, da übersehe ich nicht viel. So, irgendwas ist da in der Nähe. Ich sehe noch nicht wo. Bisschen komisch, weil halt. Die Karte so komisch ist, ne? Boah. So, da lang. Mein Gott. Was? Wie funktioniert die Karte hier? Hinter, ich will hinter mir, Mann. Da muss ich mich ja nur hin. Das ist der Planet, ne? So. Und da irgendwo ist was. Ich will jetzt einfach nur da ein. Boah. Da. Bist du jetzt? Ich jetzt 10 von denen hier finden. Wart. Was hat denn jetzt? Boah. Gehen wir nach Crescent. So, schon wieder so viele Sachen zum Erkunden. Wird so lange dauern, das Spiel durchzuspielen. Ich bin jetzt bei 2%. Ich bin schon beim vierten Part. Oh mein Gott. Aber irgendwann werde ich ja mehr Charaktere bekommen. Ne? Das heißt, und ich weiß auch nicht irgendwie, was für die Original. Ich nehme an, das Spiel muss natürlich so ausgelegt werden, dass egal mit welcher Episode du beginnst, ne? Du irgendwie. Alles erledigen kannst irgendwann, ne? Senator Palpatine persönlich begrüßt uns. So egal mit welcher du beginnst. Damit mein Volk endlich gerettet werden kann. Seid gegrüßt, Eure Majestät, Meister Jedi. So, oh, ich spiele die Königin. So eine Knarre. Wie gesagt, ich habe das mit Padme und die Königin irgendwie noch nie verstanden, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß, Padme soll eigentlich nur ein Double sein von der Königin, aber war sie die ganze Zeit die Königin? Ja, ne? Sie war die Königin, ne? Jedes Mal, wenn die Königin auf dem Bild, jedes Mal, wenn die Königin so rumgelaufen ist, dann war das nicht die echte Padme, sondern einfach nur ein Double. Ich habe das nie so ganz verstanden, obwohl das eigentlich voll einfach ist, nehme ich an, ne? So. Oh, ich kann mein Schiff ändern. Ist das hier, was ich hier gerade mache? Dann sagt mir das doch nicht mehr. Oh, keine Ahnung. So, das war für meinen Charakter noch irgendwie was leveln, wenn ich schon mal hier bin, ne? Damit den Steine anziehen hätte ich gerne. Ich meine, das Gefühl, das wird auf Dauer irgendwie sehr gut, ne? Zum Senat. So, ich verstehe jetzt nicht, warum ich. Okay. Es ist eine Freude, euch lebendig zu sehen. Ich nehme an, ich bin jetzt im Story-Modus, ne? Jetzt kann ich meine Charaktere nicht ändern oder so. Darum bin ich begierig, von der Situation auf Naboo zu erfahren. Ja. Eure Hoheit, würdet ihr mich bitte zum Senat begleiten, um die Angelegenheit weiter zu besprechen? Aber sicher doch. Der oberste Kanzler Valorum hat eine Sondersitzung des Senats einberufen, um die Situation auf Naboo zu besprechen. Obwohl, er hat nur wenig wirkliche Macht. Es ist unwahrscheinlich, dass sich der Senat gegen die Invasion. Ich frage mich, nach welchen Kriterien die Synchronsprecher ausgesucht haben. Könnt ihr sprechen? Ja. Sie haben die Rolle. Ich bin hier noch ein bisschen umschauen, so. Wenn ich schon mal hier bin, ich kann nicht rennen. Was die Welt ist. Wundervoll, ihr seid zurück. Sorry, ich schaue mich hier noch ein bisschen um, okay.
Wir sind da. Diese Transporter bringen uns zum Senat. Boah, ich weiß noch, wie Carson den die dunkle Bedrohung für PS1 eine einzige Level war, wo man Captain Panaka spielen musste, und da muss man auch Königin Amidala beschützen. Das ist so dämlich, ne? So eine anstrengende Level, ey. Coruscant in Videospielform ist immer irgendwie ein krasses Jahr, und Jedi Power Battles. Coruscant ist immer die schlimmste Level in Star Wars Spielen. Ist das hier gar nichts? So, wie weit kann ich den Dinger jetzt anziehen? Ich will dieses Ding am besten weiter leveln. Wow. Okay, sorry. Habe ich nicht gesehen. Hat da irgendwie was zum Dranlängen war. Wow. Geht er da aus? Hat er euch bei Qui-Gon. Okay. Sagen die mir natürlich jetzt erst. Okay, mach aus. Boah, an diese Ventilatoren in Kursen, den Jedi Power Battles, aber natürlich auch voll zum Kotzen, ne? Und irgendwie an der Seite irgendwie. Ach schon, genug AP. Waren auch so Ventilatoren, die ich die ganze Zeit durch die Gegend blasen können, ne? Wenn du lang am Abgrund irgendwie rumläufst oder so. Boah. Ja, Coruscant ist immer zum Kotzen in Star Wars Spielen, habe ich so ein Gefühl. So, ich versuche hier eigentlich Dings zu sammeln, aber. Ich brauche irgendwas da hier. Mittlerweile weiß ich, wie die ganzen Dinger hier funktionieren, ne? Ich habe mir natürlich die Dinger, die hier sofort in Sicht sind, ne? Haha. Nicht stoßen. Und jetzt passt auf, Leute, jetzt kommt der Beckenstoß. Da wir schon wieder kreuz und quer durch die Gegend. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Hallo, ich suche ein paar Steine. Habt ihr ein paar Steine? Ich bin für ein paar Steine hier. Gib mir ein paar Steine. Ich brauche ein Ding hierfür. Okay. Okay. Einmal so eine Batterie bitte. Wenn es geht, ne? Müsste ich doch eigentlich auch auf der Karte sehen, ne? Ich bin ziemlich sicher, ich sehe ja auch auf der Karte, ne? Hey, oh, Leute. Achso, ich sollte vielleicht mal das Ding einpacken. So, ich finde die Batterie nicht auf Anhieb. Gehen wir weiter. Wir suchen erst so schnell wie möglich hier einfache Sachen zu bekommen, ne? Dann können wir uns hier um die ganzen komplexen Sachen kümmern, ne? Wo? Hier? Getränkeautomat? Ne? Oh. War hier, ne? Ne. War hier. Boah. Wo sind wir? Was? Ich sehe nichts. Bring mich gleich an, Mann. Gott sei Dank, Mann, lügst du mich an, Mann. Oh. Wir schnappen uns einfach erstmal alles, was ich so auf Anhieb finden kann, ne? Und dann kümmern wir uns. Habe ich gerade gesagt. Es ist sehr warm, okay. Sehr warm mir gerade. Oh, oh mein Gott.
Boah, ich kann es auch ganz eindeutig schaffen, Leute. Machst du jetzt hier nicht so kompliziert, ne? Das war gerade geschafft. So, komm her. Einer. Ah, da konnte ich mich festhalten. Zack. So, war so schwierig? Nee. So etwas habe ich nicht mehr gesehen, seit ich ein Junge war. Ich ein kleiner Padawan war. Oh Mann. Was hat denn hier? Meine Königin, können Sie sich daran ranziehen? Qui-Gon. Oh, ich soll mich hier. Oh, was? Heißer Draht? Habe ich jetzt nicht gedacht. Jetzt so machen muss. Hier durch, ja, ne. So, ich warte noch mal eine Runde. Los geht's. So, fast wie Jedi Survivor, ne? Jedi Survivor. Jetzt durch die Gegend, tust irgendwie an Orten rumklettern, ne? Tust Rätsel lösen, ne? Dann muss ich runter. So, schon wieder. Was ist hier? Nichts. Okay. Ist nicht gedacht, dass ich hier einen heißen Draht spielen muss. Das letzte, was ich jetzt hier erraten hätte. Ich dachte, ich müsste jetzt irgendwie klettern oder so. Aber, aber. Ich halte mich da direkt wieder hoch, ey. Doch voll schlicht. Boah. Ah, ich bin zu schnell. Mit der Reflex eines Jedis. Wo bin ich hier eigentlich gerade? Ich bin mir gerade vor, ich laufe hier voll im Kreis. So. So, hiervon will ich mal einen 100%igen Speedrun sehen. Ja, bestimmt nur 20.000 Stunden, ne? So, ich sehe jetzt alles auf der Karte, ne? Ich sehe jetzt alles auf der Karte, oder? Oh, ich kann ja so rein. Ich hab mir jetzt nicht gedacht. Dann kann ich noch mein Lichtschwert hier wegstecken. So, was haben wir hier? Muss ich irgendwas machen, ne? Na was? Erstmal ist kaputt hauen, ne? Das Ding hier. Ich hätte hier hinpacken. Ah, ich dachte, ich hätte es. Ah, ich dachte, ich hätte es. Oh, was ist das denn? Gar nichts. Nee. Ich habe alles kaputt gemacht, aber das Ziel ist mir immer noch nicht klar. Ich sehe nichts. Na gut, weiter. Bin ich hier noch was? Ich glaube nicht, ne? Ich mache auf Anhieb jedenfalls. Was war hier? Was ist hier? Mein erster Reflex natürlich wieder ist hier auf zu hauen, ne? Hatte Anakin recht mit den Jedi. What? Den Hüter des Friedens, ne? Okay, oh warte, hier. So. Mein junger Padawan, erledige den Rest. Oh, ich brauche jemanden, der eine Knarre hat.
Kann ich jetzt nicht ändern. Ach so, ne. Kannst du das Ding da treffen? Nee, glaub nicht. Kann den Jungen mal irgendjemand eine Knarre geben? Warum haben sie keine... Meine Königin, warum haben sie keine Knarre? Wissen sie nicht, dass sie sich heutzutage mal bewaffnen müssen? Wie sieht es denn hier schon aus? Ha, 5% erst. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie mit Story-Fortschritt noch zu tun hat. Ne, ey, halt, halt. Was war denn da? Da ist das Ding. Gott, das ist bestimmt voll einfacher mit Jar Jar und so, ne? Ja, ich glaube schon. Also er kann sich auch daran hängen. Anakin, was kannst du eigentlich, ey? Also gar nichts, Mann. Die Dinger hätte ich schon alle einsammeln können. So, hier kann ich mich dran hängen. So. Ja, da kann ich aber nicht ran. Ich würde da gerne lang, aber geht nicht. Das ist so weit entfernt. Oh Mann. Ich meine, sorry, nicht vorhin getrieben, ey. Durch. Ich weiß nicht, warum ich das Ding kaputt machen will. So, hier geht's weiter in der Story. Guck mal, ob ich noch auf den ersten Blick genau was finde. Ne? Oh, sorry. Nein. Ich will eigentlich nur mein. Ich will eigentlich immer noch mein Lichtschwert wegstecken, aber dann macht Qui-Gon irgendwas kaputt. Ich weiß erst, wenn so was passiert. So, erzählt ihr Karten erkunden auch so als. Story als Fortschritt, so Prozent. Ich habe jetzt 4 Dinge. Pah. Naja, ich glaube, das zählt nicht. So, jetzt guck mal hier, Galaxis, ne? 3,7%. Ich habe 1% hier gerade erst bekommen. Boah. Gibt's doch nicht, ey. Nee, ich glaube, die Karte zählt nicht zu so Dingen hier zur Story-Abschluss. Niemals. Kannst mich nicht zwingen. Wir haben nirgendwo Steine. Ich will die ganze Zeit noch Steine suchen, aber ich finde keine Steine. Ich brauche schon wieder eine Knarre. So, aber doch immer hier ist, da kriege ich. So, und jetzt sieht man Königin mit den riesen Plattform Ding da. So haben sie ja Kleid gemacht. Gab es da nicht irgendwie so Kleider irgendwie ja für weibliche Charaktere? Da gab es irgendwie auch so was. Ich nehme an, das sind natürlich als die ganzen moderneren Lego Figuren, ne? Ich bin damit hier so richtig Höhlenmenschen Lego Figuren im Vergleich aufgewachsen, ne? Ich habe ja gerade gesagt, wie Symbol bei aussah, also einfach so 4 Druidenarme so irgendwie so gehockt und dann irgendwie und dann hast du irgendwie, weiß ich nicht, so ein dreieckiges Ding auf den seinen Rücken gepackt oder ist dabei geflogen. Und dann hast du noch so, weiß nicht, so ein Kopf irgendwie auf das Dreieck draufgepackt. Sah richtig primitiv aus. Dagegen sah der Symbol bei hier in dem Spiel, was ich mal annehme, es soll die Version sein, die. Nein, da komme ich doch nie im Leben dran. Da war vollkommen anderes, sehr so dimensionsmäßig. So, ich sehe nicht so aus, als würde ich hier noch was auf Anhieb finden. Guck mal hier auf der Plattform, auf der oberen Plattform. Ich sehe so viele Dinge auf der Karte, ne? Aber
Und du spielst OCD das Spiel, ne? Das kann noch ein bisschen dauern, bis ich ja alles gefunden habe, ne? Das kann eine sehr lange Zeit dauern, aber macht mir nichts, ne? Hier schon so jeden Tag so eine Stunde, ne? Das ist doch eigentlich nicht so viel, ne? Ich glaube, ich muss ja einfach weiterspielen, weil ich irgendwie komme ich hier an Orten und wo ich irgendwie Charaktere brauche, aber ich kann ja nichts machen. Das Problem ist allerdings, ne, ich weiß ja nie immer, wie weit ich irgendwie, wann irgendwie die Story fortgesetzt wird, ne, und ob wir irgendwie direkt zum nächsten Planeten fliegen, ne, und dann bin ich auf den nächsten Planeten und dann heißt es wieder, oh, du kannst ja nicht zurück, ne, weil Story und so, ne, ich muss erst mal gucken, wie das hier so funktioniert alles, ne. Was ist das denn? Rote, meine. Was ist das denn da noch? So, wer auch immer das da ist, mit dem reden wir auch noch oder was auch immer ist. Und dann war es das. Es ist schrecklich. Welcher gemeine Schuft klaut denn ein Lufttaxi? Sollen die braven Bürger von Coruscant jetzt in der Stadt herumkommen? Vielleicht mit anderen Taxis? Ja, das könnte man machen. Aber Taxis zu stehlen ist trotzdem nicht in Ordnung. Nee, mit mir. Ich höre dir noch zu, nicht mit dem anderen Kollegen. Ja, machen wir mal. Mut ehrt euch. Tausend Dank. Ich habe mein Taxi hier abgestellt, legte eine Pause ein und als ich zurückkam, war es weg. Irgendjemand hier muss was gesehen haben. Taxischwund. Stimmt, gab es ja auch noch so Missionen, ja, in dem Spiel. Ja. Dann kriegen wir hier sie freigeschaltet, ne? Nehme ich an. Da reden wir mit dir noch. Ich war noch nie tiefer als im Bezirk Ustru. Das war für mich tief genug. Zu viele Landstreicher und Halunken. Tiefgründig. Der nur einen Schuh trug. Es war obszön. Vielleicht konnte er sich mehrere leisten. Schon mal darüber nachgedacht. So, was sehen wir noch mit dir, aber dann war es auch wirklich. Komm. Ach, das gehört zur Quest, nehme ich an, ne? Na gut, aber ich würde sagen, das war's dann, ne? Ach, guck mal, 7,2. Jetzt haben wir. Okay, cool. So, ich verabschiede mich dann hier auf Coruscant. In der nächsten Folge schauen wir uns noch ein bisschen hier um. Machen wahrscheinlich erstmal die Story weiter, einfach nur, damit ich irgendwie, weil ich nicht mehr Charaktere zur Auswahl habe und so, ne? Oder dass ich so zwischen Charaktere wechseln kann, ne? Weil wenn ich irgendwie so mit festgelegten Charakteren rumlaufe, habe ich so das Gefühl, es tut sich leider nicht so viel, ne? Das hole ich mir doch noch. Da komme ich doch locker hin, oder? Oder auch nicht. Ich will erst kaputt machen. So, jetzt aber. So. Nur ein Erfolgserlebnis hier vor meinem Part beenden. Und dann hier oben würde ich dann sagen, verabschieden wir uns, ne? Das hat 1% gebracht, gut. Und ja, also ich danke schön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder von Lego Star Wars. Dankeschön, ciao.